Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind in Azuria City endlich angekommen. Und ja, wo war die Arena? Wir müssen ja die Arena-Leiterin besiegen. Da ist jemand davor. Das ist eine Kante. Manchmal bin ich auch echt blind, ne? So, mal gucken, was der Typ von uns will. Du willst mich jetzt wohl veräppeln, oder? Meine Güte, die sind alle über 15. Ich zeig dir einfach mein Perso, dann siehst du das, dass ich über 15 bin. So, komm. Da hätte ich ja keinen Bock drauf, weißt du? Der andere läuft auf so einem Steg und man selber steht die ganze, muss die ganze Zeit dann rumrudern. Komm, dieses Pokémon ist auch lächerlich. Erstmal ein bisschen Elektrizität sparen. Ja, blubber, blubber. Nur nächster Kampf. Gibt ja alles Geld. Muschatz. Auch ein cooles Pokémon, wenn man weiß, wie der Shiny davon aussieht. Gucken wir mal, was diese Attacke kann. So ein Shiny Muschatz würde mich auch reizen, das zu jagen. Dafür müsste man erstmal wissen, wo dieses Muschatz anzutreffen ist. Ja, komm, mach deinen Salto da runter. Ich hoffe, die anderen Arenen sind besser designt als diese hier. Ich krieg's auch nochmal so Brutzel-Turbo rein, ey. Ist das immer ein Volltreffer? Weil das wirklich eine Volltreffer-Attacke ist? Dann hat Misty überhaupt keine Chance. Was sind das für ein Blödsinn? Also, ihr Motto. So. Enton kriegst du auch mal ein Brutzel-Turbo. Wieder Volltreffer. Heftig.
Nein, wir möchten die Attacke Tarnsteine nicht. Warum möchte ich diese Attacke nicht lernen? Ganz einfach, Tarnsteine bringt nur was, wenn jemand das Pokémon austauscht. So, an sich macht das ja keinen Schaden. Hey, Starmie ist cool animiert. Kriegst auch mal einen Prozeturbo. Oh, Siebel. Eine Psycho-Attacke. Guck mal, Level 20 erreicht. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass wir vorher nicht Misty suchen mussten. Wenn ich mich richtig erinnere, war die ja in der blauen und gelben und roten Edition nicht in der Arena. Müssen die das jedes Mal machen? Oh, was will Pikachu von uns? Pikachu! Toll, für dich. Toll. Ich fand diesen Kampf einfach nur... Ja, wie soll man sagen? Er war schlecht. Er war einfach nur schlecht. So, jetzt gehen wir mal in den Pokémon-Markt. In der Hoffnung, dass die jetzt endlich Lockduft für uns haben. Ich will kaufen. Lock Duft. Ne, Lock Parfum, Entschuldigung. Ach komm, wir können uns mal so 20 Stück. Weil wir brauchen, wenn, dann brauchen wir ein paar Pokebälle, ne? Jetzt würde mich auch wirklich mal interessieren, was ist denn jetzt da oben? Haben die da irgendwas Neues gemacht im Norden? Eigentlich müssten wir da mal nachgucken, bevor wir die Shinies jagen. Vor allem, da fehlt uns ja immer noch zwei Shinies, die ihr euch noch aussuchen müsst. Für Route 3 und den Mondberg an sich. Also, naja, immer schön in die Kommentare schreiben. Was ist bei dir falsch? Sag bitte nicht, ich muss gegen dich kämpfen, weil du ein Lauch bist. Ein Taubsi. Und welches Level hast du denn, Taubsi? Level 12. Level 12. Müsste es nicht schon längst ein Tauboga dann sein? Und zudem besiegt. Dann müsstest du ja jetzt einen Ratratz haben. Nicht Mirapla. Haben wir eigentlich was, das... Ja. Bibor. Was ist Level 11? Komm, wir versuchen es. Zur Not muss Pikachu wieder ran. Herrlich. Ja, guck mal, ein Level nur mehr. Das sollten wir mit Duonal ein bisschen Schaden anrichten. Also, das sollte man nicht wortwörtlich meinen mit ein bisschen, ne?
Ja, je öfter er Säure macht, umso stärker wird das. Aber komm. Ich finde das so cool, dieses Shiny Bieber mit den blauen Augen. Ivoli! Wechseln wir mal. Welches Pokémon ist denn eigentlich gut gegen... Ach ja, warte mal. Unser Pikachu. Jetzt fragt ihr euch, warum nehme ich denn jetzt Pikachu? Ganz einfach, ist keine Kampfattacke. Kampfattacken sind. Es sieht so aus, als ob wir das einfach genommen und geworfen haben. Ja, Evoli, sei still. Denn jeder weiß, Kampfattacken tun weh. Ja, auf Wiedersehen. So, was will uns dieses Gartengemüse sagen? Okay, Pikachu, wie was? Ja. So, dann musste ich mal eben den Pokéball wieder anstöpseln. Der hatte anscheinend nicht so viel Akku wie gedacht. Oh, wir sollen ja da hoch, hat er gesagt. Oh, Route 24. Ich muss langsam mal eine Liste schreiben mit Sachen, die wir brauchen, ne? Also zum Beispiel ist hier oben nicht mehr. Man erhält am Ende der Nugget-Brücke was wohl? Ja, richtig. Ein Gold-Nugget. Oh, Blutzug. Blutzug in Shiny. Das wäre auch mega nice. Aber die Frage ist wieder, wo ist dieses Blutzug? Also, wo finden wir dieses Blutzug? Ist doch nur Level 9. Okay, wir prügeln uns hier mal diese Treppe hoch. Brücke hoch. Was ja eigentlich noch nicht mal eine richtige Brücke ist, weil rechts daneben nämlich ein normaler Weg verlangt läuft. Also. Enter. Also Entern als Gegner finde ich nicht so berauschend, als wenn man selber als eigenes Pokémon benutzt. Gut, unser Kleinteil wird auch schon mal hochgelevelt, das ist richtig gut, das werden wir nämlich richtig oft brauchen beim Kampf gegen Major Bob, heißt er, glaube ich. Der dritte Arena-Leiter.
Sandan. Okay, bei dem werden wir natürlich mit... mit Elektroattacken nämlich nichts. Na gut, wir haben doppelt so hohe Level. Aber mit der Kampfattacke werden wir bestimmt was. Der haut nur so einen lächerlichen Kratzer raus. Hat er noch ein Pokémon? Nein, hat er nicht. Aber wir kriegen schon wieder 3 Pokébälle. Nein, aber ich bin langsam gelangweilt von euch schwachen Trainern. Igor Elena. Oh, Mauzi. Mauzi ist ein Normal-Pokémon, das heißt, unser Pikachu kann jetzt auch wieder fast one-hitten. Auch wenn es eigentlich nur 2 Schläge macht. Das war sogar gewonnen-hittet. Wir kriegen so viele Pokébälle geschenkt, das ist unglaublich. Ein Fukano. Okay, Fukano ist glaube ich nur Feuer, rein Feuer. Jetzt wird's interessant. Ob wir da mit Elektro rankommen? Ja. Nur weil wir so hoch im Level sind wahrscheinlich. Das ist da gar nicht mehr interessiert. So, dann haben wir noch, wer bist du? Mit einem dubiosen Trainer. Schade, ich wäre gern beigetreten, aber... tja. Anscheinend nicht. Anscheinend lässt uns das Spiel das nicht. Und er hat schon wieder einen Zubat. Dann wird das zweite Pokémon wahrscheinlich Ratzfratz sein. Oh, Smogon. Wollen wir das Pokémon wechseln? Nee, wir machen weiter. Gerade haben so den Lauf. Was ich an Smogon so cool finde, ist, dass er die ganze Zeit so glücklich aussieht. Guck, selbst jetzt, wo er besiegt ist, sieht er immer noch glücklich aus. Mensch, ich wollte doch beitreten. Okay, gibt's hier irgendwas Cooles? Da ist ein Blutzug. Also ich weiß schon mal, wo wir Blutzug farmen werden. Also einen shiny Blutzug werden wir auf jeden Fall holen, aber ihr dürft euch trotzdem für diese Route hier... 34 oder so ist es. Guck mal, 34 und das ist jetzt Route 25. Hier kann man Enter und so fangen. Route 24 ist das. Gott, ich glaube, ich werde mir mal eine Liste zulegen demnächst.
Und dann einfach mal gucken, welche Pokémon wir als Shiny uns holen werden. Auf welcher Route. Oder für welche Route. Hey, hier ist noch so ein Irrgarten, ne? Irrgarten, schlechter Trainer, so nach dem Motto. Wo man einfach so durchmarschieren kann. Ja, so halbwegs. Naja, Picknickerin, du hast bestimmt ein Nidoran. Oh, Goldini, ich hab nicht gehört. Entschuldigung. Macht's aber auch nicht besser. Obwohl Golking eigentlich auch schon ganz cool ist. Mirapala erreicht Level 19. Müsste sich doch auch irgendwie mal langsamer entwickeln, oder? Zu Duflor? So. Guck mal. Ach Mensch. Genau in dem Moment dreht sich's um. Das ist schön für deine Freundin. Frage ist, womit machen wir bei Mirapla Schaden? Nichts effektiver beim Volltreffer, das ist. Das macht nichts anderes als Wachstum. Oh Mann, Mädchen. Das ist doch jetzt. Auch bei dem Level ist es doch. Hey, Absorber oder irgendwas rausgehauen. Nein, definitiv werde ich das nicht wechseln. Das kriegt so einen Elektroschlag ab, dass es für die nächsten 5 Leben nicht mehr aufwacht. Das ist auch egal, dass es so ruckzuck macht. Donnerblitz, das ist gleich sogar noch viel besser. Warte mal, kann man irgendwie nicht mal drauf gucken auf die. Guck mal. Komm, ruckzuck, gib weg. Wir haben Ether noch gefunden. Oh, da ist so ein Angeltyp. Komm, der hat bestimmt nur irgendwelche Fische oder sowas. Also nichts, was der Rede wert ist. Der sieht auch so ein bisschen aus wie Professor Eich, ne? Ja. Krabi ist eigentlich auch ganz geil. Findet man aber auch, glaube ich, nicht so viel.
Wahrscheinlich ist das Professor eigentlich nur getarnt. Auch nur um zu gucken, wie schlecht wir sind. Okay, wir haben dann das Haus von Bill erreicht. Was uns drin erwartet, werden wir erst im nächsten Part rausfinden. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und schaltet in die nächste Folge ein. Bis denn!